Hallo und willkommen zurück. Die Twin Strike Adder. Einmal spannen, zweimal schießen. Bis gleich. Das ist die sogenannte Twin Strike als Adder-Version. Und zwar habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, dass man möglichst so wenig Fehler wie möglich machen möchte, wenn es mal stressig wird. Und die größte Fehlerquelle bei der Adder sind eigentlich die Leute, die dahinter stehen, weil sie dann vielleicht nicht voll durchspannen, zu schnell durchspannen und dementsprechend der Fall gar nicht richtig gespannt wird oder nicht richtig durchkommt. Er schießt sich selber ins Magazin, trifft aber nie dahin, wo man vielleicht möchte. Was in einem Training ganz normal funktioniert und tausendmal geübt ist, kann unter Stress schon ganz anders aussehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja, wenn man besser nur einmal spannt und dann zweimal schießen kann, hat das einige Vorteile, weil man einfach nur den Abzug durchziehen muss und das schafft jedes Kind. So, und dementsprechend kam mir diese Idee raus. Ja, und so sieht das aus. Macht einen relativ schlanken Fuß, hat noch alles verstärkt, weil das sind jetzt zweimal 110 Bögen drauf. 110 Pfund, also 220 Pfund drauf. Und wie wir gelernt haben, kommt es ja darauf an, nicht dass die größte Power hier drin liegt bei der taktischen Armbrust, zumindest bei solcher eine nicht, sondern eigentlich bei den Fallspitzen. Das heißt, wenn da jetzt, hier sind jetzt Filztipps drauf, aber wenn da zum Beispiel jetzt Jagdspitzen drauf sind, die gehen ganz schön rein und da reichen auch schon die 110er, 90 Pfund Bogen reicht da auch schon dafür. Ja, und dementsprechend macht das Ganze einen schlanken Fuß. Und auch sehr viel Spaß. Dabei habe ich jetzt von der Optik her hier ein Red Dog drauf, davor ist aber noch Iron Sights. Also da hat man kein Problem zwischen den Magazinen durchzuschauen. Man sieht tatsächlich alles. Und was ich haben wollte, sind eben zwei offene Magazine, anstatt zwei geschlossene, wo man nichts sieht. Ich habe es ganz gern, wenn ich die ganze Technik funktionieren sehe. Und dann weiß ich am besten so wenig wie möglich Material, die ich da brauche, um das Magazin, um die Pfeile darüber zu halten. Ja, und das habe ich hier mal verwirklicht. Sieht so aus, dass sie praktisch nur vor und hinten gehalten werden, Niederhalter oben drauf. Und ja, dementsprechend, wenn der weg ist, fallen sie auch schon raus. Also der ist sehr wichtig. So, und dann wird er mit einem Spannvorgang
gespannt und man kann dann eben zweimal schießen. Sieht so aus. Ja, und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ein paar Verbesserungen sind immer noch möglich und auch wahrscheinlich nötig. Aber insgesamt macht das sehr viel Spaß und wenn es dann mal richtig durch ist mit allen Tests, dann gehen wir auch mal auf Distanz und schauen, wie das so aussieht. Tja, wie gesagt, ein paar Verbesserungen braucht man noch auf jeden Fall. Die Niederhalter müssen ein bisschen stärker sein, ein bisschen stärker ausfahren, weil hier rutscht ein bisschen raus, wie man sieht. Also da müssen stärkere Gummis dran, dann funktioniert das auch. So, der Rest, solange man spannen kann, ist wunderbar. Man könnte natürlich auch zwei kürzere Bögen nehmen, zum Beispiel zwei ja, Cobra Redback Bögen oder sowas mit 80 Pfund oder noch schwächere, wenn man einfach da nur was zum Werfen haben will. Wie gesagt, das kommt mehr auf die Fallspitzen an, als auf die Power, die dahinter steht. Und, aber das ist eine schöne Sache und auch sehr effektiv. Gibt's nichts. Also das möchte keiner mitkriegen und eben auch kein Zombie. So, wofür die Dinger natürlich immer gebaut sind. Ansonsten, ja, was gibt es noch zu sagen? Das Ding wiegt jetzt, weil alles aus Stahl ist, von seinen normalen 3 Kilo, wiegt er jetzt eben 4,5 Kilo. Mit Optik, mit Pfeil, mit allem drum dran, weil alles hier aus Stahl fabriziert und geschweißt ist. Weil ich mag kein Aluminium, das kann ich einmal nicht schweißen. Und zweitens hält Stahl einfach 10-mal besser. Jawohl. Und deswegen muss das einfach so sein, dass es eben hält. Das heißt, wenn das Ding hier irgendwie mal einen näheren Einsatz kommt, dann muss ich damit auch zuschlagen können, ohne dass sofort irgendwas kaputt geht dabei. Solche Dinge kann ich nicht gebrauchen. Ja, diese hier funktioniert das und tut das alles. Hat ordentlich Gewicht dahinter, wie gesagt 4,5 Kilo. Ist jetzt nicht zu schwer, kann man alles noch handeln. Ja, und wenn man die 220 Pfund gespannt kriegt oder hoch 180, macht man damit sehr viel Spaß. Kann man das schön praktisch nutzen, einmal spannen, zweimal schießen. Ja, das wollte ich mal zeigen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.